So. Alle 1000 Monster gekillt und nochmal 50 Schatten dazu. Oh ja, dann bin ich ja bald fertig. Dann brauche ich ja eigentlich nur noch Map 1 und Map 2. Mit Sargon am Ende dürfte es dann hinhauen. Bei den 100 Schatten, die man bei Map 1 bekommt. Ja, also. Wir haben wieder einmal schreckliche Schatten-Event in Drakensang Online und damit herzlich willkommen zu all diesem Dreiteiler. Das hier wird der erste von drei Parts sein. Ich werde einfach mal jede Map zeigen, beziehungsweise es gibt nur zwei Maps. Einmal hier die der Eisenwald bei Nacht. Da werde ich auch gleich reingehen. Dann gibt es durch das Schattenportal dann eben die Schattenfestung. Und die Schattenfestung, also bemächtigtes Schattenportal, Schattenfestung auf schwer. Da ist quasi alles doppelt so schwer wie normalerweise. Ich sag das halt die Map 3. Ja, Kurzinformation noch vorweg. Das, also ja, Event gibt's zwar wieder. wie mache ich das jetzt? Ja, okay, ihr seht ja, was es hier gibt. Ich bin mit dem Event fast fertig. An dem Punkt muss ich nochmal vielen Dank sagen, wirklich an einen meiner Freunde, Chris. Im Game heißt der X-Cooler Chris. Der hat mir sehr, sehr geholfen. Ich glaube, ich bin bis zum Schattenboxen gekommen. Und dann, also bei 2500, hat er bis 8000 gespielt und ich dann ab 8000 heute weiter. Er hat so zwei Drittel des Events gemacht. Ich muss wirklich sagen, danke, vielen Dank, Chris, dass du für mich das Event zu zwei Dritteln gemacht hast, also dass du mir geholfen hast. Habe ich natürlich auch noch was geschenkt, weil ich fand, das hat er sich irgendwie verdient. Er hat es mir auch angeboten. Es ist nicht so, dass ich hier der Sklaventreiber bin und sage, hier, ihr macht jetzt die Events für mich. So ist es nicht. Muss ich mal schon kurz schauen. 1000 Monster töten, ja, werde ich jetzt nicht ganz schaffen, aber. Also wie bei jedem Event, hier kann man sich ein paar Quests holen, wie auch bei hier. Ja, ein paar Splitter sammeln und so weiter und so fort. Muss ich da drinnen abgeben, glaube ich. Event, also Amphorenschlüssel, wie beim letzten Mal auch. Also, es ist wirklich sehr, sehr viel. Wie beim alten Event, kann man sagen. Also, das ist nur so eine. Es wurde ein bisschen erneuert. Es gibt ab und zu ein paar neue Sachen zu diesem Event. Schreckliche Schattenoperation Frostklaue. Bis auf das Schattenboxen gibt es auch die gleichen Items. Muss man nicht alles zweimal haben, wer es schon mal hat. Ich denke mir einfach, Big Point wollte die anderen Spieler nochmal eine Chance geben. Ich fand es besonders gut, man kann schön Draken sammeln. Na gut, ich werde jetzt auch nicht alles erzählen, das wird sonst viel zu lang. Es ist wirklich viel, was man. Es ist nicht unbedingt notwendig. Also man muss es nicht wissen, aber es wäre empfehlenswert. Wie beim letzten Mal auch 10 Kakaobohnen, da kommt man auf Map 1. Okay, ich werde mich einfach nur auf das Gröbste beschränken. Was daran auch liegt, ich habe eben schon mal das Ganze aufgenommen und dann ist die Aufnahme geschmissen worden. Und das ist scheiße. Du, also zum Beispiel, ich fange 10 Mal an und ich schaff's einfach nicht und fast für mich oder mal irgendein. Und dann hat man das Ganze schon fertig, ist am letzten Schattenportal hier hinten, dazu gleich noch was und dann weg, Aufnahme für den Arsch. Ja, weil irgendwas passiert, was man nicht drin haben will. Einfach dumm. So, also das hier ist die Sweatfield, ach Sweatfield, nein, mein. Bin ich immer noch beim ersten Event. Oh. Jetzt habe ich vergessen, wie das Ding heißt. Das, nee, Eisen, nee, nicht die Eisenberge, Eisenwald, ja. Norden, also haben Big Point, also die Mitarbeiter haben hier das Event so ein bisschen ich sag mal, ja, ein bisschen umgedekoriert, hier mal ein bisschen was hingebaut. War hier nicht auch irgendwo ein, ja, Glücksschweinchen, ja, nur mal zur Info, wo ich letztes Mal schon gefragt habe, was sind das Glücksschweinchen? Die haben hier so ein paar Glücksschweinchen versteckt. Da kriegt man dann 10 Schatten raus. Ich kenne nur 4 von 5, also punkto Glücksschweinchen, nur mal kurz zu sagen, ich weiß nicht, wo alle sind. Mir sind sie eigentlich auch egal. Ich kenne durch Zufall 5, 4 von 5. Ich glaube, 5 gibt es hier auf Map 1. Also hier auf der Map. Bin ich mir aber nicht ganz sicher, ob es wirklich 5 sind oder nicht. Die Leute, also die von euch, die es wissen, Glückwunsch. Mir ist es Wurst. Nochmal kurz zu ein paar Sachen, auch bevor ich jetzt groß mit dem Event loslege. Ich habe mir in letzter Zeit immer den Blutschuppendrachenpanzer, Gott, nee, irgendwie also diese Schallereit hier an Drachen gekauft, 24.000 am Mann. Ich sag mal, ihr braucht es nicht unbedingt. Ich find's aber cool und besonders mit dem Reiten, mit der Reitgeschwindigkeit, so sieht es übrigens aus, wenn das Vieh läuft. Sieht ein bisschen ungewöhnlich aus, wenn man nur auf dem Pferd vorher geritten ist. Es ist aber wirklich verdammt, verdammt schnell. Mit meiner PvP-Fertigkeit, hier, flinkfüßig und dann nochmal in dem 6 gegen 6 die, ich glaube, Lausfähre rein und dann rennt die erstmal weg, die Gegner kommen nicht mehr hinterher.
Was ich ein bisschen scheiße bin auf der Map hier, besonders für Spieler, die nicht ganz so viel Leben haben, die so gut sind wie ich. So viele Monster auf einen Haufen, da kann man schnell sterben. Ich bin jetzt ein relativ guter Spieler, daher sterbe ich nicht gleich an der ersten Ecke. Ich bin auch schon mal auf Map 1 hier drauf gegangen. Aber da waren auch zwei Champions auf einmal und 30 Monster und ja, irgendwann ist man an der Grenze angelangt. Nanü. Sorry, ich mach grad was. Du kannst es mir nachher sagen. Ach ja, nochmal zu dem Premium nochmal kurz was. Ich habe mir auch Premium getestet. Ich muss wirklich sagen, kurze Zusammenfassung von Premium. Für 10 Euro, besonders für die Leute, die Goldprobleme haben, ich jetzt nicht direkt, aber besonders die zum Beispiel, die noch das Wissen skillen muss. Ne, wo ist denn das Wissen? Wissen und dann hier 15 Gold ausgeben. Für die letzten Spiele kostet, glaube ich, schon 15 Gold und das ist, wer gerade am Leveln ist, besonders weil die Kosten auch erhöht haben, das ist, ja gut, die haben jetzt die, man bekommt jetzt zum Beispiel mehr als früher, außergewöhnliche kriegen, geben schon, keine Ahnung, identifiziert bis zu 1 Gold, 20 Silber, magische, also je nachdem, das ist, ja, hat sich einiges getan, ich will jetzt auch nicht alles nennen, wie das jetzt hier ist, auf jeden Fall, durch das Identifizieren sind sie doppelt so viel wert, Premium-Account hat die Vorteile, also ihr bekommt einmal hier, was ich wirklich empfehlen kann zum Goldfarmen, ihr habt 80 Inventarplätze mehr, knallt ihr einfach, sammelt alles auf, was ihr findet. Na Nüne, wo ist denn der gelandet? Dann könnt ihr die sogar durch die Kronen hier, auch hier oben, seht ihr, wie lange das noch läuft. Einfach rechtsklick drauf drücken, statt mit den Kristallen hier, Feuer, ups, die wollte ich jetzt nicht anziehen, obwohl die gleiche Farbe haben sie ja, fast die gleiche Farbe. Und dann, ich sag mal, mein Vorteil, also was ich wirklich als Vorteil sehe, ihr könnt die ganzen Sachen, ihr bekommt eigentlich doppelt so viel wie vorher, wenn ihr sie farmt. Die Essenzentropfen hier, die brauchen wir dann später für Sargon. Drei verschiedene Essenzentypen gibt es. Ich mache jetzt einfach mal querbeet, erzähle alles einmal querbeet durch. Bin ja mit dem Premium nicht mal fertig. Normale geben gar nichts. Also erstmal damit überhaupt so, als hätte, wenn ich jetzt mit normal lang schieße, genauso hätte ich gar nichts drin. Also für Sargon sind eigentlich nur am Ende mächtig Lichtessenz und die Lichtessenz 150% und 300 halt. Die braucht er halt auch für Sargon. Einzelne Schatten droppen hier. Was ich auch vorteilhaft finde, auf Map 1 findet ihr, ich sag mal, wenn ihr gründlich durchgeht und alle Monster killt, um die 100 Schatten. Mit Glücksschweinchen bis zu 150. Also selbst für die Leute, die, ich sag mal, Sargon nicht schaffen oder nicht auf Map 2 können, die können ein bisschen was machen auf Map 1. Das finde ich sehr gut. Wo war denn das erste Schattenportal? Hier drüben. Ja, was ist ein Schattenportal? Um auf Map 2 zu kommen, braucht ihr... Ja, ich komme gleich zum Premium-Moment. Ich schreibe es mir auf die To-Do-Liste auf. Kommt gleich. Um auf Map 2 zu kommen, braucht ihr Schattenportale. Könnt ihr euch auch kaufen für 800 Adamanten im Shop oder 1600. Hier hinten. Hier. Ihr könnt auch die Amphorenschlüssel oder so. Würde ich euch nicht empfehlen. Oder auch die Schattenportal-Fragmente. Jetzt kommt es. Es gibt hier Schattenportale, die lassen Fragmente droppen. Ihr baut Fragment 1, 2, 3 und 4. Ich habe jetzt lustig, guckt mal rein, 15 von dem ersten Fragment, 6 vom zweiten, 2 vom vierten und 3, 12 vom dritten. Also, ihr seht schon an der Zahl her, das ist zufällig, wie die droppen. Ich war zum Beispiel ganz am Anfang beim Event, vor einer Woche oder so, bin ich hier rein. Und ich habe 3 komplette Runs gemacht, bis ich überhaupt erstmal das erste Schattenportal hatte. Warum? Ich habe nie das zweite hier bekommen. Das hier, das habe ich nie bekommen. Ich hatte von den anderen 3 jeweils 4 Stück. Und dann im letzten, beziehungsweise im vierten Run, habe ich auf einmal alle 4 Portale. Ja, scheiß Nova, das ist das Ding hier übrigens. Was ist denn das? Habe ich dann das Portal zweimal bekommen, das zweite Teil. Also das hier ist ein Schattenportal. Sowas in der Lustig, das habe ich noch nie gesehen. Das hat mich so ein bisschen an Empire Earth erinnert. Da gab es so ein bisschen, ich weiß nicht, wer von euch Empire Earth kennt, ist doch schon ein bisschen älter das Spiel. Auf jeden Fall, das hier ist ein Schattenportal. Hat zwei, oh nee, nicht auch noch die Scherbe, nee bitte nicht, da bin ich neulich drauf gegangen. Okay, kurz zusammenfassend, es gibt auch Champions, diese Scherbe ist eine, es gibt ein Champion, es gibt ein Champion von, überlegen, was gibt's da? Es gibt einmal diesen, ja, Gnom gibt es einen, es gibt einen Wolf, es gibt einen Hirsch-Champion, das ist unterschiedlich, wann die kommen. Ich finde zum Beispiel den Gnom ganz lustig, der, wenn der stirbt, lässt er 2 hintern und dann diese 2, wenn die sterben, geben wieder 2 und, ach, das ist lustig. Die hier hat halt einen riesen, miesen Effekt, diese Scherge, die schmeißen mit so komischen Kugeln wie das Portal und beide auf einmal, ist nicht lustig, nicht lustig. Jetzt sterbt endlich, ihr beiden Dinger. Ich will hier keinen Heiltrank benutzen.
ohne Konzentration ist das Leben natürlich auch toll. Naja, und ach ja, hier zeige ich euch mal kurz. Guck mal, im Angriffsgeschwindigkeit, wenn ich hier rumlaufe, das tendiert so. Und ganz in der Mitte müsste ich mal das hier rausnehmen. Mit, also ich habe jetzt nur die bisschen Speed, beziehungsweise wo habe ich da? Ach so, ja, das war hier, ja genau, die Schatten macht. Guckt mal hier, 0,5. Guckt euch mal diese wahnsinnige Geschwindigkeit an. Ja. Ey, der Kerl, der legt so an. Ja. Nochmal, komm, Schattenportal. Das reicht noch. Ja. Es ist... Oh. Nein. Nein. Aus, pfui, böse, tschüss, weg mit euch. Ich will jetzt hier nicht sterben, obwohl, wenn ich sterbe, könnte ich euch sogar noch zeigen, was ein Vorteil von Premium ist. Ach ja, wo war ich jetzt? Hab ich ja das... Ah ja, stimmt, auf meiner To-Do-Liste steht ja noch Premium drauf. Kurz erklären, was hat's damit auf sich? Außerdem Verkaufen von dem ganzen Kram könnt ihr noch, was ich auch, ja, ihr könnt kostenlos rumreisen und wenn ihr zum Beispiel jetzt hier sterbt, habt ihr ja, im letzten Bereich, beziehungsweise Kreis der Toten wiederbeleben oder sowas für null an, kostenlos, dann wird sich an der Wand im gleichen Gebiet und das könnt ihr sogar nehmen. Jedes Mal, wenn ihr gestorben seid, könnt ihr das aktivieren, sofern es möglich ist. Beim Endgegner ist natürlich, Endgegner geht das natürlich nicht, aber ist sehr vorteilhaft, finde ich. Dann gibt es dann noch, na gut, und dann die 120 halt, aber das habt ihr dann nicht. Und ihr könnt kostenlos reisen. Es kostet auch gar kein Silber mehr, wenn ihr Premium habt. Das finde ich besonders gut. Also zum Beispiel Schattenmeer statt 30 Silber kostenlos. Aber am liebsten reise ich dann, wo man überall 40 Anamanten sein musste. Wenn ihr zum Beispiel zum Boss geht oder zum Beispiel zu Kalis, ihr wollt nicht durch das ganze Silfmoor laufen. Gleich in den Seelenkerker teleportieren. Ist ja kostenlos. Das finde ich dann gut. So, hier oben ist dann das zweite Schattenportal. Ach, ich lasse die Viecher jetzt einfach mal hier stehen. Hab ja sowieso genug Essenzen für Map 2 dann. Für Map 3 dann nicht mehr. Ich renne einfach durch und zeige euch das Vieh. Also die Monster, ihr seht schon, es ist ein bisschen was los. Ein bisschen was. Oh, keine Sorge, es geht noch schlimmer. Oh ja, es geht wirklich noch schlimmer. Ich hatte einmal 50 oder 60 Monster auf einmal. Das war wirklich Jackpot. Das Beste, was ich jeweils in Drakensang gesehen habe. Also Drakensang online. So. Auch hier den Schatten einsammeln, bin ja fast fertig. Danke Chris nochmal, ich muss jedes Mal an Chris denken, wenn ich dieses Event hier... Eieiei, ohne den hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft. Hatte ja kaum Zeit. Na, seht ihr mal. Schön ist, wenn man ein paar gute Freunde hat. So, hier hinten haben wir das zweite Portal. Ist auch immer, man sieht die, auch wenn sie dann schon tot sind. Die Portale nicht mehr da sind, die haben ja so einen lilanen Hintergrund auf dem Boden. Und mehr als diese zwei Angriffe, also diese Nova und diesen Balder, das ist irgendeine Sphäre. Mehr haben die nicht. Ah ja, nochmal zum, ihr seht zum Beispiel hier, 393. Das sind immer die gleichen, also diese Portale, die funktionieren genauso wie die, wie diese Türme auf 6 gegen 6. Ich denke mal, die kennt ihr alle, weil alle mit Sicherheit schon mal, die dieses Video hier gucken, 6 gegen 6 gespielt haben. Da sind zum Beispiel ein Vogel, der Vogel bei mir als Waldläufer und die Wölfe sind am stärksten. Beim Mage, also beim Magier, sind es jetzt die Meteor und Vernichtung, die beiden. Beim Drachenkrieger, Zorniger, nee, nicht der Zornigerkriegsschrei, der, Mächtiger und Umschlag, glaube ich, ist das. Auf jeden Fall, dieses Schattenportal funktioniert wie so ein Turm, hat auch, man macht immer gleich einen Schaden und hinterlässt Gegner, wenn man es tötet. Oh, wenn wir jetzt Reichweite gekürzt haben. So, wieder ein Portalfragment, wie sieht's denn aus jetzt? Ja, das reicht für die nächsten zwei Ones, beziehungsweise hab ja noch zwei, vier. Geht zum dritten. Das dritte ist hier. Los, spring schon. Die Viecher ignorieren wir einfach mal gekonnt. Ich mache wirklich nur einen kurzen Part. Ist natürlich toll. Dann kann man nicht wegspringen und steckt in der Nova fest zwischen den ganzen Monstern und die Singularitäten und die zieht dann natürlich wieder ein bisschen was an Rüstung ab. Und ach,
Also wenn man sich um so viele Viecher gleichzeitig kümmern muss, ist es schon... Also allein ich finde es jetzt relativ einfach. Klar, als mein Magier, der hat auch nur 2000 Leben, der hat einen relativ guten Schaden, Speed, aber kein Leben. Und wenn der allein hier reingeht, der hat's kompliziert schwer. Also dass einige Leute sagen, ich schaff's nicht, ich habe nur 500, beziehungsweise ich habe nur 50 Schatten oder so. Das glaube ich denen gerne, dass sie das nicht schaffen. Das ist scheiße. Premium. Ach ja, Punkto Premium. Wenn ihr alles wissen wollt, was er ist, ich denke mal, ich mache da einfach mal ich mache da einen Link unten rein, wo ihr mal von, ich glaube, vom Drakensang Forum, die offizielle Seite vom Forum, wo dann, sag mal, wo der Trade steht, also das, was sie geschrieben haben, wo dann alles drin steht, was Premium so alles bringt. Also zusätzlich natürlich, außer dass das kostenlos ist und dass ihr da rumreisen könnt und Inventarplätze habt und ja, sammelt das, glaube hier zum Beispiel Silber. Das geht über Geld drüber und dann sammelt es automatisch ein. Das gleiche gilt für Wissen und für Andermanten. Kristalle müsst ihr, glaube ich, noch selbst ansammeln. Und alle anderen Items auch. Aber ist ja schon mal besser, weil Kupfer übersehe ich manchmal gerne. Oder bin zu faul, es aufzuheben, das bisschen Kupfer auf dem Boden. So, drei Schattenportale hätten wir. Das vierte ist hier drüben. Ich gehe mal gegen den Uhrzeigersinn hier draußen. Was ich auch empfehlen würde, ist zwar der längste Weg, aber ihr könnt richtig gut lang gehen, immer schon außen. Wenn ihr jetzt querbeet durchgeht, da... Ihr seht, wie viele Viecher hier auf der Map unterwegs sind. Das ist ein bisschen viel. Ein bisschen, nur ein bisschen. Es geht noch schlimmer. Ja, es geht noch schlimmer. Eigentlich hätte man die Viecher jetzt mal erzählen müssen, oder? Also einen Screenshot machen und dann... einmal alle markieren. Das hier, liebe Magier, guckt mal, der Waldwolf war auch nicht schlecht. Die Leichen da alle auf dem Boden liegen und dann verschwinden. Warten, bis alle drumherum stehen, einer Jagdfalle, rausspringen, Streuschuss durch, dann sind sie alle weg. Geht natürlich nur, wenn ihr den schönen hohen Grundschaden habt. Mit einem etwas geringen Grundschaden dauert es ein bisschen länger. Lizenzenpunkte her, ja, Sargon und dann später. Das reicht, ja, das reicht. Aber den Sargon auf schwer werde ich wahrscheinlich dann, also Sargon, mächtiges Schattenportal. Ich glaube, den werde ich probieren, aber ich werde ihn wahrscheinlich nicht schaffen. Ich habe noch nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob die Essenzen reichen, das ist ja das Problem. Obwohl doppelt so stark wie alle anderen Monster, wenn er nur doppelt so stark ist, kompliziert, schwierig. Ah ja, Premium läuft, kostet glaube ich 10 Euro, ja? Also 9,99 und geht einen Monat. So, Wissen to go mal eben. Diejenigen, die es noch nicht wussten. So. Einfach hinrennen, ignorieren wir die. Och, ich laufe jedes Mal, das gibt's nicht. Ich laufe jedes Mal vergessen. Ich laufe hier lang, dabei ist es hier. Das ist. Ach du Scheiße. Ach! Schön, wenn man in so einer Scheiße drin steht und dann nicht mehr rauskommt. Beinahe wäre ich wieder. Ah, weißt du was? Ich zeige das jetzt einfach mal, wie das ist. Ich lass mich umbringen. Kommt hier. Gebt mal ein bisschen Gas. Schneller. So. Ich bin gestorben. Und hier kostenlos. Bam, bam. Also es ist wirklich sehr hilfreich, finde ich. Wem ist 10 Euro, also 10 Euro im Monat. Da haben wir den nächsten Champion. Das ist der Hund, also der Wolf, okay. Also wem 10 Euro im Monat. Also für Spieler, die nur ab und zu mal reingucken, ist es nicht weit. Aber für Leute, die Geldprobleme haben und relativ oft spielen, relativ häufig dann, den würde ich wirklich empfehlen. So, erstmal den Champion loswerden. Das Portal kann warten. Champion ist ja sowieso fast tot. So, jetzt das Schattenportal legen. Ich denke mal, dann wäre es das auch schon erstmal für den ersten Teil. Ach so, falls ich irgendwas Wichtiges vergessen haben sollte, ihr könnt ja fragen in den Kommentaren. Ich will mich sowieso nur so ein bisschen auf das Gröbste beschränken. Will ja nicht alles erzählen, das dauert auch viel zu lang. Wie am Anfang bereits erwähnt. Aber ansonsten, ja.
Ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr ja fragen. Kommentare sind ja offen. Ich glaube, ich habe noch nie irgendwo in irgendeinem Video die Kommentare gesperrt. Boah, zum Schlafen ist das geil. 0,63. Wir müssen einen Wettbewerb machen. Was ist die langsamste Angriffsgeschwindigkeit? Die schnellste kann jeder erreichen, aber die langsamste? Das wäre mal was. Da müssen wir aber viele Effekte, gegnerische Effekte hier irgendwo auf einmal gleichzeitig abbekommen. Ach ja, die ganzen Uniques, also die ganzen Items, was. Ich glaube, die erwähne ich ganz im zweiten Part dann nochmal, was man alles so beim Sager bekommen kann. Ach, hier war es, ne? Ne, hier ist alles voll. So. Ich denke mal, gut, das war's, ja. Dann wäre es das erstmal für Map 1 gewesen. Ich gehe jetzt eben nochmal schnell verscherbeln. Und halt, Moment. Ach doch, ich habe es schon abgegeben. Ich dachte schon. Naja, gut. Ich dachte schon. Naja, sonst hätte ich hier nochmal reingehen müssen. Ich habe zwar relativ viele, beziehungsweise hatte relativ viele. Oh, Whipsplash. Hi, Whip. Na, so sieht man sich. Die Welt ist doch so klein, ne? Der Server ist klein. Man hat zwar relativ. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Schön doof. Na egal, vergesst das. Lol, ja, lol, hi. Ah ja, ich kann euch mal eben mal doch die Mode zeigen. Dieses Schatten-Emote-Teil. Er hat auch den Drachen. Wo war denn das Ding nochmal? Wenn man wüsste, wo was im Inventar liegt. Habe ich die überhaupt dabei? Ja, hier. Also ich finde, das sieht ein bisschen aus wie zu viel Sinnlosigkeit auf einem Haufen, aber naja, na gut. Verkaufen gehen. Also ich finde, das hat sich gelohnt. Jetzt mal wieder ein bisschen. Okay, sind halt nur meistens ein paar Grüne. Die sammle ich gerade alle. Hauptsache ein paar Runs machen. Die bin ich gerade zu faul reinzumachen. Ansonsten, ja, gut. Quest kann ich ja noch abgeben. Und ansonsten würde ich dann sagen, sehen wir uns gleich wieder und dann im zweiten Part. Dann geht's dann mit dem Portal hier auf Map 2, die eigentlich sich gar nicht verändert hat. 25 Schatten gibt es ja noch durch die Quest. Ich bin ja fast fertig. Hoho. Gleich wieder annehmen. Weg zum Schatten. Ach ja, hier nochmal. Das hier ist die Quest, Weg der Schatten. Da kriegt ihr das Schattenportal, dann müsst ihr insgesamt die Quest annehmen und dann die vier Portalfragmente abgeben. 3, 4. So, wenn ihr jetzt alles abgegeben habt, kriegt ihr das Portal. Könnt ihr jetzt eigentlich gerade nochmal alles machen? Habt ihr genug? Das Fragment eines Schattenportals. Gute Arbeit, Kollege. Wir sind Kollegen. Ich dachte, du bist mein Sklave. Naja. So, 4 Stück. So, und dann, ja, bis zum nächsten Part. Tschüss.